Ich bin hier in der Hauptstadt der Musik, in Wien. Und hier gibt es angeblich die besten Musiker der Welt. Die Musiker vom Ambassadorchester, die sollen heute auf so einer Scheibe landen. Naja, nicht die Musiker, sondern die Musik von Peter und der Wolf. Moment mal, stopp, stopp. So weit im Film sind wir doch noch gar nicht. Es fängt doch viel früher an. Also, Kommando zurück. Noch bin ich auf dem Weg zum Ambassadorchester. Hotel Ambassador? Nee, klingt zwar so ähnlich, hat aber nichts mit den Musikern zu tun. Hier bin ich richtig, in Wiens 14. Bezirk im Baumgartner Casino. Liebe Mitglieder des Ambassadorchesters, ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Guten Morgen. Wo sind sie denn? Ja, die kommen erst. Wann kommen die? So eine Stunde, wenn wir die Mikrofone aufgebaut haben. Komm, für die bist du mal zuständig, Stefan. Ja, für dich bin ich zuständig. Was ist dein Job hier? Mein Job ist hier aufzunehmen. Und um aufzunehmen, brauchen wir zuerst die Mikrofone hier an der richtigen Position. Okay, Mikrofone braucht man genau, wie du sagst, um aufzunehmen oder um etwas lauter zu machen. Hat man ja dann manchmal auch. Ja, aber hier in dem Fall geht es nicht um das Lautermachen, sondern hier geht es um das, überhaupt den Ton einzufangen. Aha. Sozusagen, unser Mikrofon wäre das Ohr des Studios. Wenn man sich jetzt mal so umschaut in dem Saal, der sieht so aus, als ob er früher mal richtig schön gewesen ist. Wieso habt ihr jetzt genau den Saal ausgewählt? Der Saal ist von der Akustik her sehr, sehr toll. Akustik ist? Akustik ist, klatsch mir in die Hände. Schöner Hall. Und hier ist es einfach, wenn das Orchester hier spielt, vermischt sich der Klang einfach unglaublich toll und es hallt schön aus. Wie das bei uns funktioniert, ist klar. Ich spreche hier oben rein und dann geht es über eine Funkstrecke, über den Stefan. Jetzt musst du noch zeigen. In die Kamera rein. Mhm. Wo landet der Ton? Direkt auf der CD oder? Nein, nein, wir nehmen den natürlich zuerst auf. Ja, das heißt, wo, ja wo lang? Wir müssen ja nicht mal das Kabel verfolgen. Schwarze Schnur, Entschuldigung, dieses E. So. Jetzt geht's da rein. Jetzt geht's da. Und jetzt müssen wir diese schwarze Schnur. Naja, sehr lustig. Es kommt wieder zurück. Wieder. Hier ist das Mikrofon Nummer 4. Ja. Aber wo landen die ganzen Töne dann? Die ganzen Töne landen dann im Gedächtnis sozusagen des Studios. Und wo das ist das? Das ist der Computer und der steht da drüben. Über den Computer auf die Festplatte. Noch weiter. Also hier landen dann der Großvater, der Peter, der Wolf, die Ente. Ja, alle. Aber hier ist er. Noch nicht auf der CD. Nein, also da werden wir noch einiges tun müssen. Aha. Langsam geht's los. Die Musiker beginnen, sich selbst und das Instrument einzuspielen, während der Orchesterwart die Noten für alle bereitlegt. Tonleiter hoch, Tonleiter runter und ganz wichtig, das Stimmen der Instrumente. Es soll ja nicht schief, sondern schön klingen. Also nach Peter und der Wolf klingt das noch nicht. Entschuldigung, kann ich kurz stören? Stimmt was nicht, oder was? Nein, wir spielen uns ein und stimmen die Instrumente. Ach so, okay. Ist alles in Ordnung? Ja. Okay. Hallo, servus. Ich bin der Willi und ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid das Ambassadorchester. Aber ehrlich gesagt hätte ich jetzt mit irgendwie schwarz-weißer Kleidung und einem Frack gerechnet. Wie ist denn das? Na, wir machen eine CD. Das sieht man ja nicht. Ja, das sieht man nicht. Was ist denn das hier? Ist das keine Kamera? Einen Namen von euch habe ich mir notiert. Anton Sorokov. Ja, ich bin es. Ja. Ach du! Ja. Wir haben ja schon geredet. Hallo, Anton. Du bist der Konzertmeister. Ja. Ich erkenne aber von deinem Akzent her nicht genau, wo du herkommst. Also eigentlich aus dem zweiten Bezirk. Nein. Aus Wien. Der zweite Bezirk in Wien. Na, wo kommst du her? Aus Moskau, aus Russland. Aus Russland? Ja. Wie der,
der sich das Peter und der Wolf-Stück ausgedacht hat. Ja, der Komponist, er heißt Sergei Prokofjew. Ja, das habe ich auch gewusst, aber keiner kann es so schön wahrscheinlich aussprechen wie du. Wie hieß denn eigentlich Peter und der Wolf auf Russisch im Original? Also die Russen würden sagen Peter i Volk. Peter i Volk. Ja. Peter und der Wolf. Das Gleiche, ja. Okay. Ja, Entschuldigung, ich wollte jetzt gar nicht abhalten. Wer ist denn eigentlich der Dirigent? Ich! Ach, du! Oh, ja. Oh, Entschuldigung. Hallo. Hallo. Hallo, wie heißt du? Guido. Guido, hallo. Ist ja mir ein Vergnügen. Aber Dirigenten, die sind immer ein bisschen strenger. Die müssen wir den Laden im Griff haben. Muss ja sein. Die Musiker sind da und ja, ich bin ja der Sprecher von dem Ganzen. Gebt mal bitte den Text her. Ja. Wo stehe ich denn jetzt überhaupt? Du stehst jetzt gar nicht, weil wir machen nur die Musik. Ach so. Ja, du wirst extra aufgenommen und kommst dann hinten im Studio und kommst dann auf die Musik drauf. Hättest du was dagegen, wenn ich mir den Stab mal auch kurz ausleihe? Ja. Ja, also beziehungsweise hättet ihr da was dagegen, dass ich einmal kurz dirigiere? Was wollen wir spielen? Das, wo der Wolf aus dem Wald kommt? Ja. da. Andante. Molto. Ist das jetzt lateinisch für Wolf oder was? Ja, genau. Na, Andante und dann gibt es noch An Onkel. Aber das steht bei so hinten. Das ist hier. Nervoso. Nervoso. Okay. Welche Instrumente fange jetzt eigentlich an? Chor. Nee. Welches Instrument muss ich anschauen am Anfang? Okay, Bratschen. Hier vorne, die großen Geigen. Okay. Super. Und der Peter sitzt quasi in Form von lauter Streichinstrumenten hier vorne. Es sind viele Peter, ja. Ja. Wir gehen mal von vorne nach hinten alles durch. Und so, jetzt schwingt Guido den Taktstock. Die 31 Musikerinnen und Musiker legen mit Peter und der Wolf los. Bevor die Aufnahmen beginnen, probt das Orchester noch ein paar Passagen. Ich halte mich raus. Und schau mal in den Text. Da kam der Großvater aus dem Haus. Jäger, die brauchen länger.
Willi! Willi war's. Nee, der Kameramann versteckt sich jetzt hinter der Wand. Er war's. So, dann fangen wir von vorne an. Ja, ihr Wolf. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt geht's los, oder? Jetzt geht's los. Die Aufnahme. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wirklich von vorne bis hinten? Ihr habt jetzt ungefähr anderthalb Stunden geübt und das war jetzt genug. Ja, das Stück dauert 20 Minuten. Ja. Und man sagt so, man braucht für eine Viertelstunde Musik auf einer CD braucht man 3 Stunden zum Aufnehmen. Ja. Ach so, also das heißt, die 20 Minuten spielst du jetzt nicht mit dem Orchester durch und fertig? Nein, sicher nicht. Aber also wenn eine CD eine Stunde dauert, braucht man 2 Tage. Und solange, bis du der Meinung bist, es sitzt. Mhm. Und ich sehe es deinem Blick an, ich soll jetzt verschwinden, weil ihr wollt loslegen. Okay. Ja. Gut. Okay, Aufnahme läuft. So geht das also. Erst wird geprobt und dann beginnt die Aufnahme. Die Musiker spielen jeden einzelnen Teil so lange, bis Dirigent Guido zufrieden ist. Stefan und Kurt nehmen alles auf. Sie lesen die Noten mit und markieren die Teile, die nicht so gelungen sind und wiederholt werden müssen. Jetzt haben sie gerade abgebrochen. Ja. Viele Kleinigkeiten. Wollt ihr mal sehen, wie die Katze als Note aussieht? Dann verfolgt man den Bleistift vom Stefan. Okay, das Orchester ist also für die nächsten Stunden beschäftigt. Da spaziere ich doch noch ein bisschen durch die Stadt. Wir müssen noch mal rein. Und zwar, wir hatten Takt 6 vor 6, gab es Timing-Schwierigkeiten. Über 70 Jahre alt ist Peter und der Wolf. Keine Ahnung, wie viele Kinder das Musikmärchen schon gehört haben. Bestimmt aber sehr, sehr viele. Vielleicht sogar eure Großeltern und Eltern, als sie Kinder waren. Und ihr gehört jetzt auch dazu. War gut, ne? Großartig. Herzlichen Dank. Eine super Aufnahme ist es geworden. Vielen Dank. Da hört sich natürlich der Applaus ein bisschen mau an, wenn das Publikum nur aus einer Person besteht. Ja. Aber es war großartig. Ja, aber bei den Aufnahmen gibt es nie ein Publikum. Das ist so, ja. Das war eine Ausnahme, klar, dass wir zuschauen konnten. Und wie geht's jetzt weiter? Na ja, jetzt kommst du dran. Jetzt kriegst du deinen Text, sprichst das ein im Studio und dann tun wir das auf die Musik drauf. Also ihr schickt mir dann die Aufnahme, wenn die noch abgemischt ist. Ja, das muss noch fertig gemacht werden und dann schicken wir dir die Aufnahme und dann kommt das zusammen auf die CD. Ich danke dir. Ich danke dir, ich danke euch. Danke, es war ein Vergnügen mit euch und wir hören uns dann auf der CD, oder? Tschüss, ciao. Und Baba, wie man in Wien sagt. Und Servus München. Dem Orchester zuzuschauen hat total Spaß gemacht. Stefan, der die Aufnahme betreute, hat danach die besten Teile zusammengeschnitten und mir, wie versprochen, eine CD geschickt. Da seid ihr ja. Ich habe euch überall gesucht. Dann kann es ja weitergehen mit Peter und der Wolf. Mal kontrollieren, ob die Musik noch drauf ist. Ja, super. Was noch fehlt? Meine Sprache. Ich muss ja den Text noch sprechen. Susi, ja? Kannst du mich bitte mal abschalten? Natürlich. Dankeschön.
Also, die Susi hat die Musik mittlerweile in den Computer eingespielt. Ein digitalisiert, Willi. Ein digitalisiert. Ihr merkt schon, die Susi ist hier für die Technik zuständig. Und du willst jetzt meine Stimme auch noch einfangen. Aufnehmen, Willi. Ja, das müsst ihr. Mein Text, unser Text, darf ich vorstellen. Genau. Petra Schäfer. Hallo. Und ihr Name steht auch hier. Textbearbeitung von Petra Schäfer und Willi Weitzel. Genau, der Originaltext ist ja von Sergei Prokofjew, genau wie die Musik. Mhm. Aber wir wollten ja die Willi-Version machen. Die Ente als Vorspeise hatte dem Wolf prima geschmeckt. Ja, klingt gut. Jetzt lauert er auf den Hauptgang. Die Katze und der Vogel. Nee, das muss mehr so klingen wie so ein Gericht auf einer Speisekarte. Das mit dem panierten Piepmatz ist ganz schön fies. Ja. War deine Idee. War unsere Idee. Ja. Okay, aber dann packen wir es, ja? Gehst du in die Sprecherkabine. Wir ganz hören klar. dich. Ja. Ja, warte mal, Willi, damit du dich nicht so alleine fühlst. Ah. Hab ich dir was mitgebracht. Peter und der Wolf. So. So, bereit? Bereit. Was ist denn? Da kommt er. Das nehmen wir mal mit. Kopfhörer. So. Hallo, seid ihr schon da? Ja, wir hören dich. Geht schon los? Es geht schon los, wir nehmen auf. Okay, dann geht's los. Am besten von vorne. Herzlich willkommen. Jetzt gibt's Musik und ein Märchen. Ein Musikmärchen. Peter und der Wolf. Es geht um Menschen und um Tiere. Ich stelle sie euch mal vor. Hey Vogel, wo bist du denn? Komm mal her. Du fängst an. Habt ihr es erkannt? Der Vogel wird von der Flöte gespielt. Ja, und immer so weiter. Zeile für Zeile. Petra und Susi hören über die Lautsprecher meine Stimme. Susi sorgt dafür, dass die Aufnahme technisch okay ist. Petra liest den Text mit und achtet darauf, dass ich alles richtig betone. Ich spreche nicht nur, ich verspreche mich auch ab und zu. Zum Glück kann man ja alles wiederholen. Über das Mikrofon sagen mir Petra und Susi, wenn etwas schiefgegangen ist. Die Ente war nicht auf den Schnabel gefallen. Vielleicht habe ich ja noch ein wenig Schlaf in meinen Augen, aber hast du inzwischen etwa Schwimmflügel bekommen, Vogel? Willi? Versuch die Ente doch mal noch so ein bisschen entiger. Entiger, ja genau. Läufst du? Ich laufe. Die Ente war nicht auf den Schnabel gefallen. Vielleicht habe ich ja noch ein wenig Schlaf in meinen Augen. Aber hast du inzwischen etwa Schwimmflügel bekommen, Vogel? Viel besser. Und weiter geht's. Die Ente... Der Großvater und der Wolf. Allen versuche ich, eine eigene Stimme zu geben. Miau. Dich verputze ich zum Frühstück, Vogel, fauchte sie und leckte sich das Maul. Miau. Achtung, die Katze, rief Peter. Oh, das war jetzt drüber. Was drüber? Zu laut. Vom Pegel her. Achtung, die Katze, rief Peter. Ah, Mist, schön, gleich, mach's gleich nochmal. Achtung, die Katze, rief Peter. Ich weiß nicht, wer am meisten zusammenzuckte vor Schreck. Der Baum jedenfalls blieb ganz still stehen. Und auf den rettete sich der Vogel. Sehr gut, Willi. Das war sehr gut. Sehr gut. Und nach ungefähr 6 Stunden ist es soweit. Wir sind fertig. Peter, der Vogel, die Ente, die Katze, der Großvater, die Jäger und der Wolf. Ihre Geschichte ist erzählt. Und aufgenommen. Welche CD ist das jetzt? Das ist die aus Wien mit der Musik drauf. Vom Ambassadorchester. Genau. Und hier ist deine Sprache. Dankeschön. Musik und Sprache müssen jetzt noch zusammengefriemelt werden. Gemischt, Willi. Im Zweifelsfall, vertraut der Technikerin. Und ja, und dann wisst ihr ja, wie es klingt. Ihr habt sie ja, die CD. Also, viel Spaß noch beim Hören.